Hier ein weiteres Video zum App-Inventor. Diesmal geht es um die Verwendung von Prozeduren. Dazu habe ich hier so eine Mini-GUI vorbereitet, eigentlich nur ein Label-Zähler und hier in diese kleine Textbox soll dann jeweils der aktuelle Zählerstand eingetragen werden für irgendein Spiel zum Beispiel. Es geht gar nicht darum, jetzt ein konkretes Spiel zu zeigen, sondern einfach nur, wie man Prozeduren zum Beispiel sinnvoll verwenden kann. Und dazu gehe ich hier in den Blocks-Editor. Und jetzt möchte ich mir hier über Prozeduren eine neue Prozedur anlegen. Im Prinzip sehe ich das hier schon. Wenn ich zum Beispiel hier mal auf die Textbox gehe, dann sehe ich hier auch schon in lila, da gibt es schon vorgefertigte Prozeduren, mit denen ich dann irgendetwas tun kann. Die kann ich natürlich jederzeit verwenden. Ich kann mir aber eben auch eigene Prozeduren schreiben. Das hier ist hier mein Zähler-Update zum Beispiel. Das heißt, jedes Mal, wenn ich im Spiel meine Prozedur Zähler-Update aufrufe, dann möchte ich, dass automatisch der Zähler um 1 hochgezählt wird und dann auch dieser neue Zählerstand in dem kleinen Textfeld angezeigt wird. Dazu lege ich mir hier eine Variable Zähler an. Die initialisiere ich natürlich am Anfang auf 0. So, und jetzt jedes Mal, wenn diese Update-Methode aufgerufen wird, soll ich ja die Variable um 1 hochzählen. Das heißt, ich setze den Zähler. Also, praktisch, indem ich sage, hole dir den aktuellen Zählerstand und zähle dann einfach 1 dazu. Jetzt habe ich auf jeden Fall hier den Zähler schon mal um 1 hochgezählt. Jetzt möchte ich das natürlich auch hier in der Textbox anzeigen. Das heißt, ich setze den Inhalt, also den Text dieser Textbox, auf jetzt den aktualisierten Zählerstand. Und schon bin ich fertig. Und jetzt könnte ich in meinem Spiel, wenn irgendein Event ausgelöst wird, einfach nur die Prozedur Zähler Update aufrufen, also mit Call Zähler Update. Und schon brauche ich das nicht jedes Mal wieder neu hinzuschreiben. Das Aufrufen der eigenen Prozeduren, dazu klicke ich hier auf Prozeduren und jetzt sehe ich hier schon, jetzt kann ich einfach meine Prozedur verwenden. Manchmal möchte man an seine eigenen Prozeduren ja aber auch Parameter übergeben. Wie könnte ich mir sowas vorstellen, dass ich die Anzahl, um die ich den Zähler hochzählen möchte, eben variabel halten möchte, nicht einfach immer nur um 1. Das eine Ereignis löst vielleicht ein Zähler-Update um 1 aus, das andere um 2 und so weiter. Das heißt, ich möchte hier einen Parameter übergeben, mit dem ich festlegen kann, wenn ich die Prozedur aufrufe, um wie viel ich den Zähler jeweils hochzählen möchte. Dazu gehe ich hier vorne auf diese kleine blaue Schaltfläche. Und kann jetzt sagen, okay, ich möchte Inputs machen. Ich möchte jetzt zum Beispiel hier meinetwegen X. Da taucht es nämlich hier auf. Und dieses X, das ist praktisch das, was beim Aufruf der Prozedur übergeben wird. Und das ist das, was ich jetzt hier hinten zuzählen möchte. So, und so habe ich jetzt meine Prozedur variabler gestaltet. Das heißt, wenn ich sie jetzt hier aufrufe, dann kann ich hier X dann zum Beispiel setzen und kann sagen, X soll halt eben nicht 1 sein, sondern zum Beispiel 3. Und schon habe ich meine Prozedur viel mächtiger gemacht, denn ich kann jetzt hier über diesen kleinen Parameter sie viel universeller einsetzen als vorher. Gut, zum Schluss noch ein paar Fragen, um sicherzugehen, dass ihr die wichtigsten Informationen aus dem Video auch verstanden habt.